meine Damen und Herren, es ist unglaublich, dass einer der größten Philosophen des 19. Jahrhunderts weltweit eine solche Verbindung nach Naumburg und in den Burgenlandkreis hat. Ich rede von Friedrich Nietzsche und das Haus hinter uns ist das Haus, in dem er in Naumburg gelebt hat. Röcken bei Lützen ist der Ort, in dem Friedrich Nietzsche geboren wurde, wo er auch begraben liegt, wo seine Taufkirche sich befindet. Schulpforte ist der Ort, in dem Friedrich Nietzsche Bildung genossen hat. Und mein Heimatort Bad Bibras, der Ort, aus dem sein Großvater als Pfarrer stammt. Das macht uns natürlich stolz, aber die Frage ist, wie kann ein so großer Philosoph erklärbar werden für die Menschen, die im Burgenlandkreis wohnen und für unsere touristischen Gäste hier in Naumburg. Und da ist heute ein wichtiger Tag gewesen. Wir haben hier am Nietzsche, im Nietzsche-Haus eine neue Ausstellung eröffnet, die auf ganz verschiedene Weise für Kinder und Jugendliche, für Menschen, die sich für das Leben von Nietzsche, aber auch für die, die sich für seine Philosophie interessieren, Audioangebote hier neu präsentiert haben. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich das anzuschauen und vor allen Dingen anzuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.